So, jetzt ist Soundkarte. Nochmal. Da ist das IC, was ich jetzt tauschen werde. Ich habe schon bekommen. Jetzt muss ich bloß nochmal gucken, welches das genau war. Muss ich mal gucken, ob ich die Lupe finde. Da. Das war jetzt hier ein. Das ist hier. Das ist es nicht. Was ist hier? 33.078. 33.078. Das passt. So, das werde ich da jetzt auslöten. Das und das andere einlöten. So, und ich versuche das jetzt mal nur mit Lötkolben, weil ich habe keine Lust auf Luft. Wo ist das Lötzinn? So, ich versuche das mal auch ein bisschen größer zu kriegen. So. So, schon ist es raus. Jetzt muss ich bloß noch der Zinn darunter kriegen. Und irgendwo hatte ich doch jetzt meine Glötlitze. Keine Ahnung, wo die jetzt hin ist. Kriegen wir auch anders hin. Wo sind wir? Da. So. Auch schon wieder sauber. Dann das IC. Gucken, wie rum ist denn das? Gott, Leute, das ist jetzt so blöd. Schräge Kante ist ja Pin 1. Dann müsste das ja eigentlich so rum. Müsste das eigentlich so rum rauf? Wo ist das alte? Sind jetzt das alte IC? Was ich gerade ausgelötet habe. Ja, toll, das klebte eben am Finger und ist jetzt runtergeknallt. Das werde ich jetzt nicht wieder finden. Glaube ich nicht. Doch, ich hab's. Glück. So, wie ist das hier? Schräge Kante. Gut, habe ich richtig rum. So, mal gucken. Wo sind wir denn? Da oben. Schräge Kante. Ja. Kommt das da so rum drauf?
Sorry, ich musste da jetzt auch kurz aus dem Bild raus. Ich weiß nicht, ob das hier vom Licht her passt. Die Elkos braten, das ist doof. Und keinen Kurzschluss machen, ist auch doof. Ach man. So. Kurzschluss weg. Gucke ich mal kurz mit der Lupe. Wenn jetzt drauf ist, er sitzt jetzt nicht wunderbar, aber ist egal. Ist hier noch irgendwo was? So ein Kurzschluss oder irgendwas? Nö. Gut. Wo sind wir denn? Da, jetzt sitzt das IC drauf. Jetzt teste ich das, ob das jetzt immer noch ist oder nicht. Dieses Gepfeife, was ich da drauf hatte. Wenn das jetzt immer noch ist, ja, dann habe ich Pech. Gut, dann gucke ich gleich mal beim PC. Ja. Hat leider nichts gebracht. Also ist da noch irgendwas anderes, was da das Pfeifen macht. Ja, wo das jetzt herkommt, weiß ich auch nicht genau. Das sieht jetzt hier schon fast gleich aus. Wieso kann ich das jetzt nicht hier ändern? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann das nicht ändern. Ich sehe es jetzt hier nur. Also hier wieder bei 6 kHz, bei 12 kHz, bei 15 kHz habe ich noch was und bei, ich schätze mal, 18 kHz immer noch den dauerhaften Piepen drauf habe. Ich gucke mir gleich mal die Karte noch mal an, ob ich was finde, und dann, ja, muss ich mir mal überlegen. Also Mikrofoneingang kann ich so, wie er jetzt ist, nicht mehr benutzen. Und das war vorher auch so nicht gewesen. Eindeutig nicht so gewesen. Das weiß ich hundertprozentig genau, dass das so nicht gewesen ist. Die ist jetzt ja auch ziemlich, vom Pegel her sehr weit unten. Hier bei OBS genauso. Eigentlich habe ich so bei der Karte mit den Einstellungen, war das eigentlich immer völlig überschrien. Da war das hier hinten voll im Roten drinne. Das hatte ich vorher nicht so gehabt. Das war vorher anders. Also scheint da noch ein anderes Bauteil kaputt zu sein und nicht das IC. Gut, das kann man ja nun nicht sehen. Ja, muss ich jetzt mal gucken, ob ich da irgendwas sehen kann auf der Karte. Vielleicht finde ich es ja noch raus, was es ist. Aber so kann ich es nicht benutzen. So, wie ihr seht, ich habe da ein bisschen was geguckt. Ich habe hier ein paar Elkos rausgelötet. Wie ja schon gesagt, das Pfeifen ist nicht weg. Der ADC ist das hier hinten. Da gehen auch, ich habe mal geguckt, ich habe auch gegoogelt, der Mikrofoneingang auf den ersten Pin hier vorne. Ich versuche mal drauf zu gehen. Auf den ersten Pin hier vorne und den ersten Pin auf der Seite. Da geht zumindest das Mikrofonsignal über das IC.
hier irgendwie so da drauf. Als Mono. Das ist hier so gekoppelt mit Kondensatoren oder Widerstände. Irgendwie so ganz komisch. Aber jetzt nicht viel, ich will jetzt nicht viel so viel erklären. Kommt hier aber vom IC von hier hinten. Das ist ein Dual-OP. Das ist einmal hier ein Operationsverstärker und auf der Seite. Das geht hier noch hier oben rum, aber das hier scheint, also soweit ich das gesehen habe, nur die Umschaltung zu sein. Mikrofon Line In. Der hat hier der ADC hat hier noch daneben, was hat er da? Analog in 2, Analog in 3, Analog in 4. Da hat er noch 3 oder 2 weitere oder 3 weitere Analogeingänge. Ich weiß nicht, wie die das hier beschalten haben. Also eigentlich habe ich ja ausgeschlossen, dass es der hier ist. Wenn ich nämlich das IC rausnehme, habe ich kein Pfeifen drauf. Wie das hier funktioniert, ich weiß es nicht. Jedenfalls muss ich mal gucken. Entweder ich kaufe mir jetzt nochmal eine neue Karte. Die kann ich ja jetzt nicht mehr benutzen für Mikrofon. Dass ich mir da mal irgendwann mal eine neue Karte besorge. Oder ich baue mir einen externen Verstärker, dass ich das Mikrofonsignal auf Line-Level kriege. Ganz gut. Wie gesagt, da hat der Elektroniker da was gemacht. Da kann ich mal gucken. Und für dich, Dennis, wie du sagst, digital rein und raus beim PC. Wozu habe ich eine Soundkarte im PC, um das Analoge in digital zu kriegen? Nur um eine Soundkarte irgendwas zu haben, um da digital reinzugehen in den PC und das analoge Digitalwandlerkram irgendwo extern zu machen, weil, wie du sagst, auch mit USB oder irgendwas, da brauche ich ja auch vernünftige Hardware. Ich habe ja hier eine Hardware. Das ist ja der hier, das ist der Tascam. Das ist auch ein analog zu Digitalkonverter. Der Tascam hier. Das ist nichts anderes wie eine Soundkarte, nur dass der eben intern noch aufnimmt. Und das ist ein ganz gutes Ding. Das Ding kostet einen knappen Hunderter. Weil das Ding eben von sich aus schon so gut ist und nicht rauscht und gar nichts und sogar noch Stereo ist. Hier ist der Mikrofoneingang Mono, der ist nicht mal Stereo. Nur der Line-In ist Stereo. So, wie gesagt, ich guck mal, dass ich eine neue kriege. Weil ich möchte nicht hier wieder anfangen, extern eigentlich wieder irgendwie das analoge Signal so hinzukriegen, dass es wieder auf ein Level kommt, wo ich dann mit Anführungsstrichen beschissene Hardware das wieder so halbwegs hingebastelt kriege. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Deswegen hatte ich ja die Soundkarte, weil sie funktioniert hat. Bin ich reingegangen, ich hatte nichts drauf, nichts Hörbares. Was ich jetzt aber habe. Vielleicht ist es doch der ADC, ich weiß es nicht. Kann sein, dass der ADC einen abgekriegt hat durch diese Übersteuerungsgeschichte. Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Und eben dieses an externe von analog auf digital. Ja, sorry, also, irgendwo ist auch mal gut. Gut, ich habe hier das Mischpult, aber ich wollte nicht das Mischpult jetzt extra noch hier irgendwo ranhängen mit Mikrofon und bla und nur noch lauter Kabel und lauter Gedöns und immer wieder alles voll mit weiß ich nicht wie viel Zeugs. Ich wollte einfach nur Mikrofon hinten reinstecken, wenn ich es brauche, per USB Strom geben. Dennis, Strom kriegt das Mikrofon hier drüber über eine Powerbank, da gehe ich gar nicht im PC rein. Ganz ehrlich, wollte ich einfach nur ranstecken und blub, blub, blub und fertig. Ja. Aber eben digital in den PC reingehen, ja, wozu habe ich eine Soundkarte, die analog zu digital wandelt? Das ist ein Analog-Digital-Wandler, der kostet auch unter Umständen mal ein bisschen mehr Geld als
Ja. Upsala, sowas hier. Das Ding kostet, weiß ich nicht, 50 Cent, ein Euro oder was, keine Ahnung. Ist auch ein Analog zu Digitalwandler. Das ist USB. Meinst du, mit dem Ding werde ich glücklicher als mit dem Ding? Nee, werde ich nicht. Tut mir leid. Weil du sagtest, meinetwegen auch mit USB, bla bla. Ja, sorry. Ich habe eine Soundkarte, das ist ein Analog zu Digitalwandler und Digital zu Analogwandler. Das ist beides in einem. Und das jetzt wieder alles extern machen mit zigtausend Kabeln und Anschlüssen und hast du nicht, das wollte ich eigentlich alles vermeiden. Ich wollte einfach nur, wenn ich es wirklich mal schnell brauche, Mikrofon hinten reinstecken und ich kann loslegen und habe nicht noch zigtausend andere Sachen hier irgendwo, wo ich noch alles hin und her basteln muss. Tut mir leid, das wollte ich eigentlich nicht. Nun muss ich gucken, ob ich mir da nicht so einen Verstärkerkram zusammenbaue. 9 Volt ist ein bisschen viel, das, was der Elektronik gemacht hat. Ich habe ja hier ja Powerbank, ich habe auch so Lithium-Akkus. Ich glaube sogar, ich habe hier sogar einen. Wo ist denn die Kiste jetzt hin? Da oben. Ein von einer Sache. Hier 3,7 Volt, ein kleiner Lithium-Akku. Das ist doch schon, das wäre ja noch irgendwo eine Möglichkeit, das zu machen. Muss ich mal gucken, ob ich mir da jetzt ein bisschen was baue, bis ich mir eine neue Karte besorgt habe. Ich gucke mir mal, ich gucke mal, ob ich was finde. Für mich, ich weiß eigentlich, dass kreativ die Soundblaster-Geschichte eigentlich das Nonplusultra ist. Gut, es gibt Ausnahmen, aber bis auf andere Sachen wie Steinberg und Uher und was es gibt da noch, die kosten aber auch dementsprechend Geld, die kosten viel, viel mehr. Aber sowas hier Kreatives ist eigentlich im Konsumermarkt eigentlich noch okay da und da gibt es auch vernünftige Sachen. Und wenn ich gucke, ob ich da jetzt nicht so ein USB-Sound-Interface kriege von Kreativ, da was weiß ich was, Mikrofon, Kopfhörer, keine Ahnung was, geht ja auch. Nur eben die war eben so gut wegen dem Mikrofoneingang. Analog Out war auch bei der Karte top, ich habe da nichts drauf gehört. Es kam wirklich mit dem Oszilloskop gemessen saubere Sinussignale raus von etwa 20 Hertz bis 24 Kilohertz, 22, 24 Kilohertz. Die kam auf dem Oszilloskop schön sauber da raus. Was will ich denn mehr? Eigentlich normalen, naturgetreuen Sound aus der Soundkarte raus haben, ohne irgendwelche Störgeräusche nebenbei. So, was soll ich da sonst noch sagen? Gut, es hat nichts gebracht mit dem IC, es war eine Vermutung. Ist es nicht gewesen. Ich löte jetzt hier nochmal wieder die Elkos drauf. Das sind alles 4,716 Volt. Also 4,7 μF 16 Volt. Ich weiß gar nicht, wo hier die Polung ist, aber ich habe mir ungefähr gemerkt, wie sie gesteckt haben. Und dann ist gut, dann habe ich erstmal nicht direkt einen Mikrofoneingang. Da muss ich wieder gucken, dass ich das anders hinkriege, dass ich das Mikrofon wieder auf Line-Level kriege und rein in den PC. Was soll ich machen? Geht ja jetzt nicht anders. Außer sich eine neue Soundkarte kaufen, für die ich im Moment kein Geld habe. Also neu sowieso nicht, wenn dann gebraucht irgendwo bei eBay oder was und dann hoffentlich funktionierend und zumindest relativ gut. Was anderes wird mir nicht übrig bleiben. Ich habe hier schon so wenig Platz. Ich kann nicht hier noch am PC nur wegen einem Mikrofon noch 30 Geräte hinstellen, nur damit ich mit dem Mikrofon da mal was aufnehmen kann. Das ist mir zu blöd. Tut mir leid. So, genug Gemecker und bla bla bla. Wie gesagt, es hat leider nichts geholfen. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert von dem Frontpanel, dann müsst ihr eigentlich von dem Frontpanel auch auf den ADC gehen, aber ich habe hier keinen Verstärker für gefunden. Ich kann da nochmal drüber gucken.
Man muss ja auch noch irgendwie was geben. Das könnte einer sein. Aber keine Ahnung. Hier von dem Frontpanel, wie das. Von dem Frontpanel-Anschluss der Mikrofon darauf geht, weiß ich nicht. Es gibt gute ADCs, es gibt schlechte ADCs. Ne, es gibt schlechte und es gibt gute. Auf der Onboard ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Onboard Dreck ist. Das, was auf der Onboard, auf dem Mainboard verbaut ist als Soundkarte, ist in dem Sinne gutes Zeug, nur schlecht umgesetzt von der Verarbeitung her. Dass das so viel aufpicken kann da noch nebenbei. Das ist der Nachteil. Also die Hardware an sich ist okay, nur das Layout mit der Hardware auf dem Mainboard, das ist schlecht umgesetzt. Die Eingänge, Ein- und Ausgänge sind vom ADC und so weiter viel zu weit entfernt. Das ist nicht hier direkt eigentlich hier drauf und dahin. Das sind kurze Wege und das ist eigentlich auch noch, so wie ich das gesehen habe, hier durch die mehreren Layer hier sogar noch geschirmt teilweise. Also das sitzt hier oben, nicht hier unten. Hier unten ist noch Spannungsversorgung, was noch vom PC kommt, beziehungsweise hier hinten, da kommt noch Spannung an, aber der wirklich empfindliche Teil sitzt ziemlich weit oben, ziemlich weit weg vom Mainboard. Wenn sie dann noch so eingebaut ist, dass die Karte allgemein von allen möglichen Störquellen entfernt ist, kann sie eigentlich nicht viel aufnehmen. Wenn ich jetzt den ganzen Kladderadatsch hier unten irgendwo hinsetze, in die Nähe von den PCI-Port, dann pickt das Ding wieder so viel Störungen auf. Ja, man kann es gut bauen, man kann es schlecht bauen. Die Teile, die man verbaut, sind vielleicht gut, aber eben der ganze Layout, der ganze Kram, wie es aufgebaut ist, das ist nachher scheiße. Und das ist bei den Onboard-Dingern im großen Teil, was ich alles in der Hand hatte, total scheiße gewesen. Naja gut, so, ich will das Video nicht zu lang machen, das ist sowieso wieder viel zu lang, ist auch egal. Aber es hat leider nichts geholfen. Wo das da jetzt genau herkommt, ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, und die Dinger hier hinten, ich weiß nicht genau, also ich habe unter der Bezeichnung, die draufsteht, 5 verschiedene Sachen gefunden. NPN, PNP-Transistoren, N-Channel oder P-Channel-MOSFET. Und. Klar, ich könnte das jetzt alles versuchen auszumessen und so weiter. Ich kann es auch ablöten und in den Tester stecken und gucken, was der dazu sagt. Aber eine direkte Bezeichnung, was es genau ist, habe ich nicht gefunden. Es sind verschiedene Bezeichnungen dafür gefunden worden. Und da jetzt irgendwas drauflöten, nö. Und dann nachher geht der Line-In auch nicht mehr, ist dann natürlich auch doof. Ja, gut, die Sache hat sich erledigt. Ich möchte darüber eigentlich auch gar nicht mehr reden. Sie ist kaputt gegangen durch diese Rückkopplung, die da reingekommen ist. Was genau kaputt gegangen ist, weiß ich nicht. Aber dadurch ist sie kaputt gegangen. Nicht, weil ich hier drauf diese Pins gelötet habe oder weil ich die Karte woanders hingesteckt habe oder weil ich den PC übertaktet habe oder was auch immer. Ich habe nämlich das hier erst drauf gelötet, nachdem sie schon kaputt war. Ich habe erst angefangen zu übertakten, nachdem sie kaputt war. Ich habe sie auch gar nicht woanders hinstecken können, denn da, wo sie steckt, da steckt sie immer drinne. Ich habe auch kein Kabel weiter umgelegt. Das Kabel, was ich hier drauf gesteckt habe, das steckt eigentlich auf dem Mainboard drauf und das steckt da auch wieder. Das steckte vorher auch da, bevor sie kaputt gegangen ist. Also, wie gesagt, also die Karte jetzt auf einmal durch, weiß ich nicht, eine andere Spannung auf dem Board wegen Übertakten, das hat, kann es nicht sein, weil ich drauf rumgelötet habe, kann es nicht sein, weil ich vielleicht ein Kabel anders gesteckt habe, kann es auch nicht sein, weil es war vorher alles nicht. Das habe ich erst alles, nachdem die Karte kaputt war, gemacht. Ich weiß nicht, was der PC hier die ganze Zeit macht, keine Ahnung. Das ist ja ein Update, oder was macht der denn hier? Die ganze Zeit ist die LED hier von der Festplatte am Leuchten.
Diskaktivität ist im Moment nichts. Ist auch nicht am Arbeiten, nichts, aber irgendwie ist er ständig mal was am Machen. Naja, gut. Schade drum. Ich guck, dass ich nochmal eine neue kriege. Und wenn das irgendjemandem nicht passt, dass ich kreativ mag, ist genauso wie ich Intel nicht mag, dann hat er selber damit ein Problem. Ich habe damit gute Erfahrung gemacht und fertig. Wenn es ein anderer nicht gemacht hat, ja, dann ist es so. Meine Güte. Ich mag halt AMD und wenn einer meint, AMD ist generell scheiße, das ist jetzt erst am Anfang wieder besser geworden oder was, ja, das ist sein Problem. Ich habe Intel noch nie gemocht. Ich bleib bei AMD. Ich habe mit AMD nie Probleme gehabt. Mit Intel schon. Da habe ich, was weiß ich, was auch immer wieder für Probleme gekriegt. Ist genauso wie mit ATI-Grafikkarten. Ständig hatte ich mit diesen Dingern Probleme gehabt. Darum bin ich bei Nvidia geblieben, weil ich mit Nvidia nie Probleme hatte. So. Da kann jetzt kommen, wer will. Und mein, das ist trotzdem ist das Kacke. Ich kann gucken, ich kann mir Geld zusammensparen, so ein, wie heißt das Ding? Steinberg MK2, was auch immer, das ist USB auf oder an, ja, es ist dann mit USB Mikrofon auf USB. Das ist auch mit Phantomspannung und hast du nicht gesehen, dieses Steinberg Zeug da, Audio Interface. Da gibt es auch noch andere mit Digital-Line oder digitalen optischen Ein- und Ausgängen. Gibt es auch, aber das Zeug ist schweineteuer. Natürlich ist das Profikram. Das ist eigentlich für mich hier überdimensioniert. Natürlich ist das mal, wenn ich das mal irgendwie kriegen sollte und wenn ich es nur für 80 Euro oder was kriege, was original 150, 200 Euro kostet, ja, dann bin ich ja glücklich. Aber jetzt direkt losgehen und den Kram kaufen, das tue ich nicht. Das Geld habe ich gar nicht dafür. Wenn ich das Geld hätte, hätte ich es vielleicht gemacht. Aber sehe ich gar nicht ein. Jetzt extra dafür 300, 400 Euro auszugeben, nur weil ich mal ein Mikrofon hier anschließen möchte. Gut, die Option mit dem extra Verstärker da für den Elektronik da gebaut hat, für sich, mit den Transistoren, mit zwei, die Option ist auch. Ich habe ja vorher auch hier immer wieder gebastelt und gemacht und Lösungen gesucht und alles. Ich habe ja noch hier irgendwo, könnte ich mal gucken, ob ich das umgebaut kriege. Das läuft mit 4,5 Volt. Also müssten es auch mit 3,7, also 4,1 Volt müsste es auch hinhauen. Das ist ja so eine kleine Platine von Konrad, war das, glaube ich, damals ein Bass, so ein Bausatz gewesen, wo zwei Mikrofonkapseln direkt auf der Platine sind, dahinter gleich ein Verstärker und dann kommt das als Line-Level raus. Da kann ich gucken, ob ich das umgebaut kriege. Eine kleine Kiste, Klinkenanschluss, Mikrofon rein und Klinke hinten wieder raus. Das kann ich versuchen. Muss mal gucken, wo ich das Ding hingeräumt habe. Habe ich irgendwo hingeräumt. Aber ich glaube, das hatte ich schon mal probiert. Das war nicht so schön. Aber ich kann es noch mal probieren, ob das vielleicht doch hinhaut. Wie gesagt, also Video ist lang. Ich habe viel gesagt. Es wird sowieso wieder nicht zum Ende geguckt. Die Hälfte wird sowieso wieder nicht verstanden. Also was soll's, was sabbel ich hier eigentlich? Ne? Ende vom Lied ist, ich werde eine neue besorgen müssen, dann, wenn ich das wieder haben möchte und was anderes wird mir nicht übrig bleiben. Gut, dann bis zum nächsten Video. Tschüssi.